Schlacht auf dem Mythraelsfeld. Früher Morgen. Erschöpft, blutend und mit weißem Gesicht könnt ihr die Hügelkette wieder herabreiten. Die Meilen ziehen sich dahin und vor euch ragt Werheim empor. Auf dem Kriegsfeld zucken kurzzeitig Sonnenstrahlen durch die Oberfläche der Wolken und brennen sich in die endlosen Reihen der Untoten, reißen Lücken und dann schließen sich sowohl die Lücken in den Untoten als auch die Lücke in der Oberfläche der Wolke. Die gegnerische Heerleitung antwortet mit Artillerieschlag. Akrimotsche Bombarden zerfetzen zunächst die eigenen Infanteristen und schlagen dann weiter hinten ein. Die Reichweite ist unnatürlich und die Geschosse fliegen chaotisch. Die Linie vor euch hält zwar, aber die ersten Brocken schlagen dann auch schon in die Stadt ein. Die Flüchtlinge aus der Partien sind dazu abgestellt, zu löschen und die Trümmer von den Straßen zu räumen. Wenn ihr durch das Nordtor einreitet, könnt ihr aber auch teilweise sehen, wie es wohl an den verfluchten Steinen liegt. Sie zerschneiden sich die Finger, selbst wenn sie hier mit schwerem Arbeitsgerät und auch einigen Darpat-Pulen durch die Straßen ziehen, gelingt es ihnen nur schwerlich, die verfluchten Brocken aus Kolakai zu entfernen. Und so beginnen wir. Ihr sitzt ermattet am Park ab, neben euren Pferden und steht dann vor dem Zartempel. Ihr könnt erkennen, dass wohl auch gerade Kiaras Karinor auf euch zurennt, der vor kurzem erst im Raya-Tempel meditiert hat. Da seid ihr wieder. Karinor, da seid ihr ja. Ihr habt die erste Schlacht verpasst. Ihr seht nicht mehr sehr frisch aus. Was habt ihr getan? Wir trafen. Ich komme nur auf blödsinnige Ideen ohne euch. Ihr habt gesagt, ihr seid nur Kundschaften gegangen, aber habt ihr euch ja bei der gesamten Armee gestellt? Der halben. Nicht einmal. 20 Mordbrenner und diese komische Alte da. Und so ein paar Tatzelwürmer, naja. Komische Alte, Varina von Mersin. Und sie ist uns wieder durch die Lappen gegangen. Oh nein, wie seht ihr denn aus? Kommt herein, Kinderchen. Vor euch steht ein Pereinegeweihter, der euch dann in den Zartempel bringt, der auch zu dieser frühen Stunde schon, die Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen, überfüllt ist und Wehklagen erfüllt, diesen Tempel. Ja, ich stütze mich auf Rafim hoffentlich. Und ja, ich packe ihn unter einen Arm und trage ihn einfach rein. Wie eine Prinzessin. Ist noch alles an euch dran, habe mir? Nun ja, es war ein heftiger Zusammenstoß, wie ihr sehen könnt. Nun ja, ich sollte mich nicht in die erste Reihe begeben. Ihr solltet die anderen mal sehen. Marina von Mersin wird bestimmt nicht an der Schlacht teilnehmen, wenn die keine magische Heilung oder sowas findet. Oh, ihr habt sie persönlich getroffen. Ja, schwer. Mit zwei Pfeilen. Und einer Lanze. Respekt. Gute Treffer, gute Treffer. Wie hoch ist die Chance, dass sie ausblutet? Dafür wird sie zu erfahren sein, nehme ich an. Ich habe keine Kriegspfeile verschossen, ich habe nur standardmäßige Jagdpfeile verschossen. Das letzte Mal, als wir dachten, sie würde ausbluten, hat sie es ja leider auch nicht gepackt. Ja, das stimmt schon. Nun, immer, dann sollten wir dir wohl ein paar Kriegspfeile besorgen. Wir sollten vor allen Dingen erstmal Heilung für Abelmir besorgen, der schläft mir gleich schon wieder ein hier. Was? Wie? Wo? Aus den Tischen? Ah, nein. So, ja so meine Tempel. Kinder. Wir haben es gleich 5 Uhr, ich verteile gleich das Frühstück. Könnt ihr selber essen? Der Pereinegeweihte schaut so ein bisschen besorgt zu Abelmir, schaut sich dann den Fuß an. Ich kann mich gerade leider noch nicht um euch kümmern. Ich hoffe, ihr verblutet mir nicht. Hier, drückt das auf die Wunde. Ansonsten, ich werde gleich ein paar Boronis zu euch schicken, wenn ihr schlafen wollt. Ich glaube, ihr werdet dann zur Zeit, glaube ich, noch 1 oder sogar 2 Stunden schlafen können, wenn ihr wollt. Was ist mit euren Freunden? Seid ihr verletzt? Nee, aber ich kann die Blutungen erstmal stoppen und reinigen, dass es sonst sich nicht entzündet. Also gut, dann ich habe wie gesagt alle Helden davor zu tun. Ich schicke gleich eine der Mägde mit dem Frühstück und dann könnt ihr erstmal etwas essen. Und damit wuselt er auch weiter. Vielen Dank, euer Gnaden. Habt ihr denn keine Heiltränke dabei, Abelmir? Abelmir, mach mal alle Stellen frei, die irgendwie verletzt sind, dann kann ich die, wenn ihr wollt, reinigen und Verbände drum machen. Dann können die sich, nein, dann entzünden sie sich nicht und ihr könnt über Nacht, wenn ihr ein paar Stunden schlafen wollt, heilen. Vielleicht sollten wir uns erst einmal in den Tempel begeben. Ich würde mich ungern hier auf dem öffentlichen Platz entkleiden. Ja, aber machen wir ja so. Los. Sieht echt nicht gut aus. Habt ihr den Garrett nicht eingedeckt mit Heilalchemiker und hier Wirbeltränke oder wie auch immer?
Isarun hat, glaube ich, etwas besorgt. Benötigt ihr die? Es kann sicherlich nicht schaden. Wir werden sie wohl brauchen. Aber Magister Isarun, jetzt wo ihr wieder da seid, könnt ihr euch vielleicht in einer ruhigen Minute mal die ausgegebenen Heiltränke ansehen, schauen, ob da welche Magie im Spiel war bei der Herstellung. Natürlich. Ihr solltet lieber gleich mitkommen, Soweit mir das möglich ist, unter Nicht-Laborbedingungen. Aber natürlich, tut was ihr könnt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die ganzen Dellen nur in eurer Rüstung sind. Ich fürchte, die ein oder andere hat ihre Spur hinterlassen. Rafim, dort scheint mir eine gute Stelle zu sein. Ja, genau. Ja, ich stehe ab mir mal so auf einen, vermutlich eher einen Tisch, weil die Betten vermutlich alle schon lange belegt sind. Kann ich dir irgendwie helfen, oder? Ihr könntet mir meine Stiefel ausziehen. Ich komme momentan schlecht ran. Ja. Auf ihm greift ihr mal grob an den Fuß und zieht mal ein bisschen an einem Stiefel. Seid vorsichtig! Ach, ich bin grob. Auf ihm, lass mich das lieber machen. Ja gut, du kannst auch gerne seine Füße anfassen, da bin ich jetzt nicht so heiß drauf. Ja, dann ziehe ich immer vorsichtig die Schuhe aus. Ja, hier kleide ich mich auch von restlichen Kleidung, also die Rüstung und Kleidung etc. Und wie ist das denn passiert? Ach, eine lange Geschichte. Wie gesagt, ich sollte mich nicht in die erste Schlachtenreihe begeben. Aber das war mir eine Lehre. Wir sollten euch eine Rüstung besorgen. Nun ja, es steht dem gewisse Vorschriften des Kodex entgegen. Ja, sicher, aber... Neben euch wird gerade ein Soldat auf einer Bahre, auf einer Trage reingebracht von zwei, sind es wohl Fälscher, also einfach profane Leute, die jetzt hier gerade mit einer Trage in den Zartempel einströmen und der Soldat ist wohl gerade wenig bei Bewusstsein. Ihr könnt sehen, wie ihm wohl eine Bisswunde am Hals offen klafft und da dann auch Geifer oder sowas raustropft und auf die Bahre runterfließt. Stöhnt und wimmert ein bisschen und die anderen Soldaten sehen ebenso sehr übel aus. Viele Verletzte, so viele Tote könnt ihr hier im Zarttempel gar nicht entdecken, aber viel Gestöhne, einigen fehlen wohl auch Gliedmaßen, einigen dann nur die Hand, Unglücklichen dann teilweise dann ab der Elle abwärts, irgendwelche Stümpfe, die dann gerade verbunden werden. Das Leid ist groß. Die Schlacht ist wohl schon im vollen Gange. Das ist sie. Wir sollten uns beeilen und wieder zurückkehren. Dann gehe ich mal ganz kurz zu der Reiterei und berichte denen über die Drachenreiter, die wir gefunden haben. Ja, seht zu, dass die sich vielleicht einen Banner nehmen oder darum mal aufräumen. Okay. Isarun richtet sich auf von den Heiltränken, die sie gerade untersucht hatte. Fenrich, die scheinen tatsächlich komplett unmagisch zu sein. Also ihr könnt die ohne Bedenken nehmen. Immerhin Gilborn sei Dank. Und euch natürlich. Aber mir, wie ist es? Ihr benötigt einen Heiltrank, ja oder nein? Ja, natürlich. Seht mich doch an. Ich bin eine einzige Wunde. Ich glaube, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Aber mir, seien wir doch mal ehrlich. Ihr werdet euch wieder in die erste Reihe stellen. Nun ja, ich hoffe nicht. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja, ich glaube, ich nehme dort diesen... Wie nanntet ihr es? Einen Tee? Diesen Pfeilblütentee. Ah, genau. Genau. Habt ihr selber welchen gekauft oder möchtet ihr eine Portion gebrüht bekommen? Diesen von euch. Wenn ihr so freundlich wärt, ihn zuzubereiten? Natürlich. Ich werde jemanden beauftragen mit dem Wasser kochen. Ja, während Ömer gerade rausrennt aus dem Zartempel, um dann mal in Richtung Osttor zu rennen, um dort dann der Kompanie die Aufklärungsberichte zu bringen, wird dir noch im Vorbeigehen eine Schüssel mit Haferbrei in die Hand gedrückt, die du dann auf dem Weg verspeisen kannst, auch wenn Soldaten das normalerweise nicht tun, während des Gehens verpflegen, aber naja gut, wir sind in einer Schlacht und da sind die Dinge dann anders. Ja, dankbar nimmt man das an, danke und mit großen Schritten schon joggend will man weiter, Informationen müssen so früh wie möglich geteilt werden.
Derweil bekommt auch ihr dann eure Portion mit Haferbrei, also ein sehr einfaches Frühstück, ein paar Beeren, die da wohl reingedrückt worden sind für ein bisschen Geschmack, ist aber auch noch sehr wässrig und erfüllt den Zweck, dass ihr erstmal satt werdet und auch weiter Kraft für den Kampf bekommt. Könnt dann, wie gesagt, mit ein bisschen Feilblütentee oder so runterspülen und ja, so ein bisschen zu Kräften kommen. Nun gut, ich denke, wir sollten uns eine oder zwei Stunden ausruhen, wenn ich zu Kräften komme, und dann geht es wieder raus. Hat sich Alcala schon wegen der... Ihr wisst schon was gemeldet? Ich denke, wir sollen das... Ihr wisst schon was zu ihr bringen, jetzt wo die Schlacht begonnen hat. Sie wird wohl sehr beschäftigt sein. Aber das müssen wir wohl eher euch überlassen, je nachdem. Ihr wisst ja wo... Ihr wisst schon was liegt... Und ich denke nicht, dass wir es ohne guten Grund aus der Kammer holen sollten, nur auf den Verdacht hin, dass sie es braucht. Ich dachte, also, das würden wir tun, weil das der Plan ist von dem, ihr wisst schon wem. Der Plan war, dass... diesen Plan vertrauen. Der Plan war, dass sie es kriegt. In der Schlacht, die jetzt angefangen hat, hört dem Mann doch zu, wenn der mit uns gesprochen hat. Ich glaube, daran war noch niemand von uns jemals gut. Vielleicht solltet ihr, während ich hier etwas auskuriere, diese Knolle aus dem Tempel holen und Rakala übergeben. Dann steht die nicht unnütz herum und stört die Geweihten bei ihrer Arbeit. Wen meint ihr jetzt? Glaubt ihr, die lassen mich in den Tempel? Glaubt ihr, ich störe die Geweihten bei ihrer Arbeit? Ihr steht zumindest in der Gegend herum. Also ja, dann kann sich kaum auf den Beinen halten. Schaut den Mann euch doch mal an. Dem läuft doch so viel Blut aus den Schuhe, das ist ja widerlich, Jalan. Ach, Blödsinn, gib mir eine Krücke und... Vielleicht, okay, vielleicht sollte Isarun-Knolle eventuell holen. Ja, ich bin mir sicher, die Prioten werden begeistert sein, mich hineinzulassen. Ich schlage vor, dass ich erst einmal mit ihrer Spektabilität spreche. Das ist die richtige Vorgehensweise. Versucht herauszufinden, ob und wann sie das Ding haben will. Und ich sollte mich mit den anderen Geweihten unterhalten, ob es weiß ist, euch aus eurer Rüstung rauszuholen oder ob sie das Einzige ist, was euch noch zusammenhält. Ich habe gerade den Neutrank geschluckt. Der wirkt hoffentlich gleich. Ich wünschte, wir würden endlich mal welche kriegen, die nicht so verflucht bitter sind. Gleich viel. Helft mir einfach gleich ihr Schnallen aufmachen, der Rest geht dann schon. Oh, ein Bär ist sehr süß. Ihr könnt es ja mal versuchen. Also, wie lange wollte ich jetzt ausruhen? 2 Stunden Gläser? 3 Stunden Gläser? Schau mal zu Habelmir. Na, Gisler, was denkt ihr? Nun, ich denke, 2-3 Stunden in diesem heiligen Ort zu verbringen, ist keine dumme Idee. Die Schlacht wird doch ohne uns stattfinden, fürchte ich. Na gut. 2 Stunden. Sagen wir 3. Habt ihr was dagegen, wenn ich mich so lange ein bisschen der Frontlinie anschließe? Die können jedes Schwert brauchen. Und besser als hier rumsitzen. Keines Freaks. Hm? Lasst euch nicht beißen, wir brauchen euch. Ah, ich bin in... Gibt es hier so eine Art... Ja, die Stunden... Obwohl, die Glocken werden geschlagen, richtig? Zu jeder vollen Stunde? Richtig. Okay. Ihr könnt auch nach dem Sonnenstand gehen, eventuell. Ach nein, es ist ja keine Sonne mehr. Ich vergaß, Preis, Glanze ist vom Himmel verschwunden. Bei wie viel Glockenschlägen muss ich wieder hier sein? Bei 8. Bei 8. Allerspätestens. Okay. Fangt bei 7 an, auf jeden Weg zu machen. Gut. Ich schau mal, ob ich mir ein paar Männer greifen kann. Die Linie wird bestimmt Hilfe brauchen. Seid hoch und mit euch. Ah, und Chor. Auf in die Schlacht, meine Brüder. Und Rafim geht wieder aus dem Tempel raus, schnappt sich ein Pferd und reitet in Richtung Schlachtlinie. Ausgezeichnet. Währenddessen kann Ömer am Osttor ankommen, kann die Stiege dann hier beim Marschall der fürstlichen Reiterei herhochtreten. Nachdem du dich so ein bisschen ausgewiesen hast, deinen Wisch hervorgezeigt hast, wirst du dann auch eine Treppe nach oben gelassen und stehst dann auf der Mauer, wo dann viele verschiedene Leute dirigieren, Befehle brüllen und ja, du kannst dann auch sehen, wie da wohl auch Answin von Werheim steht, der mittlerweile Hauptmann der Armee ist. Ja, ich stelle mich mal so irgendwo dahin, hoffe, dass ich dann einen Blick erhaschen kann. Ich will die Leute jetzt erstmal nicht unterbrechen. Und ja,
versuche da immer mit Augenkontakt zu arbeiten. Also wen du hier noch erkennen kannst, wäre Rondrasir Löwenbrand. Auch der steht hier gerade vertieft, auch eben so in eine Sandkarte, wo dann verschiedene Striche reingemalt werden und es wird eifrig diskutiert. Viele, viele Botenläufer, die dann auch dann verschiedene Nachrichten überbringen. Du kannst auch sehen, wie hier eine Hexe gerade auf ihrem Besen auf der Außenmauer landet und dann ebenso nach kurzer Diskussion vorgelassen wird und da dann ebenso ein paar Nachrichten überbringt. Das scheint hier also ja gang und gäbe zu sein, dass dann die Nachrichten schnell an irgendwen überbracht werden, wer auch immer die dann annimmt. Du könntest dir viele verschiedene Leute aussuchen. Ja, man nimmt die gleiche Person, die Hexe jetzt gerade angesprochen hatte. Ja, gut. Dann kannst du auf den zutreten. Wird wohl auch sowas wie wahrscheinlich ein Oberfeldwebel oder sowas sein. Mit deiner Kriegskunst, wie hoch ist die? Null. Ich besitze sie nicht. Ja, Ich habe keine Ahnung von diesen Dingen, wie sie laufen. Du hast keine Ahnung. Wenn der einer sagt, was Meldung ist, steht immer da mit dem offenen Mund wie, was? Ja, genau. Du hast keine Ahnung. Irgendjemand brüllt dich an. Machen Sie mal Meldung, Soldat! Was ist los? Dienstlicher Auftrag. Ich gehöre zum Aufklärungstrupp von Jalan. Greifenmund. Welchen Dienstrang? Welches Regiment? Welche Kompanie? Welches Bataillon? Ich bin Gaugraf. Das war nicht die Frage, verdammt. Dann verstehe ich die Frage nicht. Aufklärung. Ja. Gut. Ihr seid Reiter oder Läufer? Wir sind zuletzt geritten, aber jetzt gerade bin ich hin gelaufen. Cavalerist. Okay, dann raus mit der Meldung. Für welchen Quadranten? Man zeigt auf die Karte da oben, rechts oben. Da haben wir Varena von Mersin getroffen mit Tatzelwurmreitern. Gut, gut. Dann schneller raus damit. Mersin ist schwer verletzt worden von uns. Wir haben aber nur zwei Tatzelwürmer gesehen. Wir wissen nicht, ob das noch mehr sind. Wir hatten aber noch gesehen, dass sie noch 20 Infanteristen dabei hatte. 20 Infanteristen? Also okay. Zwei Drachen, sagtest du, ja? Zwei Tatzelwürmer, Varena von Mersin, schwer verletzt und 20 Infanteristen. Warum war sie so schwer verletzt? Nur Varena von Mersin war schwer verletzt. Warum? Weil sie angegriffen wurde von uns. Ihr seid als Aufklärer, habt ihr einen Angriff geritten? Ja. Ich werde mit eurem Leutnant, Oberleutnant sprechen müssen. Gaugraf. Gaugraf Jalan von Greifenmund. Gaugraf ist kein verdammter Titel. Abtreten, los. Aus meinen Augen. Das ist ein Titel. Ja, danke auch. Verschwinde! Ja, ja. Und man löffelt sich noch gleichzeitig jetzt was rein, währenddessen man geht. Unverständlich alles. Soldaten verpflegen nicht im Gehen. Ja, Ömer nimmt das gar nicht wahr, dass es für ihn gedacht ist. Der denkt jetzt wohl, dass irgendwie anders angeschrieben wurde. Wo Steine liegen, kann gelaufen werden! Ach, endlich ausruhen und gemütlich weggehen. Gut, machen wir weiter bei Isarun. Du wolltest die Hofmager suchen, korrekt? Genau. Dann gib mir mal eine Gassenwissenprobe. Ist natürlich im Kriegsfall gerade so ein bisschen erschwert. Du könntest mir auch eine Kriegskunstprobe würfeln. Beides plus 5. Also entweder Kriegskunst oder Gassenwissen. Okay. Das ist gelungen. Gut, dann wird dir mitgeteilt, dass die Hofmager an der Seite von Reichsregentin Ema weilt, wo sie auch hingehört. Und da Ema zurzeit die Moral der Truppen vorne stärkt, wirst du sie in erster Reihe finden. Dann eile ich dorthin. Gut, mit dem Pferd wahrscheinlich kannst du dann hindurchpreschen, kannst dich dann an der Verstärkungslinie vorbeimogeln. Du siehst wohl gerade, wie die Kavalleristen verschieben. Da wird wohl gerade ein bisschen umorganisiert, verschiedene Gewalte, die da rumbrüllen und dann werden sehr viele wohl in Richtung Norden gerade geschickt. Ein paar nur bleiben zurück und du stehst dann nach einigem Suchen, kannst dich dann so ein bisschen an den Bannern, an den heraldischen Farben orientieren und wirst dann da auch die Panthergarde beziehungsweise dann auch die ganzen Löwengardisten finden, die hier dann aufgereiht sind. Kannst dich dann kurz diskutieren und wirst dann vorgelassen. Du siehst hier, wie allesamt mitkämpfen. Also sowohl die Panthergardisten, die sich dann in die Schlachtreihe geworfen haben, aber auch Ema selber kämpft gerade. Rakala von Horsen-Rabenmund steht so ein bisschen dahinter mit
ja, sorgenvollem Blick. Du siehst wohl, wie sie auch gerade einen Armertrutz dann gewirkt hat. Verschiedene andere Zauber, die sie gerade stabilisiert hält und sich da dann darum bemüht, dass der Reichsregentin und auch dem gesamten Bataillon, der Kompanie gerade nichts passiert. Die Kämpfe sind wohl gerade gar nicht so sehr schlimm. Das siehst du auch mit deinem Verständnis, dass das hier dann der normale Infanteriefront ist, wo sich dann hier gerade so ein bisschen das Schlachtfeld zuteilt und das wird wohl noch ein bisschen halten. Ja, Fräulein von Spogelsen. Verzeiht euer Respektabilität, dass ich euch jetzt störe. Heraus damit, nur ohne fragen, Meldung. Was ist mit diesem Artefakt, das wir gebracht haben? Es hieß ja, dass ihr das in der Schlacht benötigt. Sollen wir es holen? Ich weiß gerade nicht, was ich mit diesem Artefakt hier und jetzt soll. Sind denn die Avis-Gewalten schon eingetroffen? Gibt es Meldung? Meines Wissens nach noch nicht, aber ich könnte einmal nachschauen. Du siehst, wie sie auch wirklich stark schwitzt, obwohl sie, wie gesagt, dann in der etwas hinteren Reihe steht und nicht direkt in die Kämpfe involviert ist. Aber ihr laufen da dann trotz der frühen Morgenstunde und der eigentlichen Kälte, dem Wind, den roten Blitzen zum Trotze, läuft der Schweiß ihr hinunter. Ich brauche es jetzt hier gerade nicht, ich werde mich dann bei euch melden, wenn ich mehr weiß, aber wir werden hier sicherlich noch einige Stunden stehen. Die ersten Dämonen haben sie auch noch nicht geschickt. Vielleicht können wir wirklich etwas damit anfangen, aber wenn ich mir meine Gedanken gemacht habe, dann komme ich auf euch zu. Natürlich, verzeiht nochmal die Störung. Soll ich noch eine Meldung weitergeben, zurück? Meldet, dass die Infanterielinien jetzt geschlossen sind und dass wir ohne weiteres erstmal halten können. Es gibt zwar einige Verletzte, aber nichts Schwerwiegendes. Die Masse scheint uns doch zu zerdrücken und wir brauchen einige Zivilisten von den Flüchtlingen. Sie sollen Leichen abtransportieren. Vor allem diejenigen, die dann untot sind. Sie blockieren unsere eigenen Infanteristen. Sehr wohl, das werde ich sogleich ausrichten. Die 12er mit euch. Ohne Meldung. Ja, dann schwinge ich mich auf mein Pferd und reite davon, um Meldung zu machen. Du siehst dann auch, wie Rafim gerade an dir vorbeiprescht auf seinem Pferd. Wenn du dann gerade wieder in Richtung des Osttores vorbei bist, siehst du den riesigen Hühner auf seinem Pferd, wie er da lachend mit seinem Rabenschnabel bzw. mit seiner chorgeweihten Waffe dann in den Krieg zieht. Dann reite ich auf seiner Nicht-Waffenhandseite vorbei und strecke ihm die Hand zum Abklatschen aus. Ja, du merkst, gutes Gelingen. Brüllt noch. Goh! Das ist die falsche Richtung! Brüllt ihr noch hinterher. Und du reitest. Ach nee! Ja, wo sind sie? Ja, mein Ziel wäre dann auch, mir irgendeinen Punkt zu suchen. Also ich möchte bei der Infanterie irgendwem mein Pferd in die Hand drücken und sagen, hier, pass drauf auf! Und dann mir eine Stelle suchen, wo wir gerade zurückgedrängt werden oder wie auch immer. Mhm. Und dann mit in die erste Linie. Ja, was du auf alle Fälle auch dann mitbekommst, ist, dass es wohl besonders viel Druck auf der unteren Seite gibt. Da müsste ich eine Kriegskunstprobe von dir bekommen, damit du das besser einschätzen könntest. Aber es gibt da wohl das mit den meisten Druck. Und da würdest du dann wohl auch gebraucht werden. Kannst dich dann da also viele Stunden den Leuten anschließen. Und ja, für 2 Stunden würde ich das jetzt erstmal machen, bis es dann halt die Glocke schlägt und ich wieder zurück fahren werde. Genau, das sind wie gesagt sehr, sehr einfache Untote. Die sind nicht sonderlich schwer zu besiegen, es sind aber viele, unglaublich viele. Und wenn du einen erschlagen hast, dann werden 2, 3 nachrücken, die dann auch über sich selbst stolpern, sich da so eine kleine Treppe bauen, während sie dann gefällt werden von dir und dann auf ihre eigenen Knochen herumstapfen. Die Knochen brechen so morsch, wie sie sind. Einige sind verwest, vermodert, andere verbrannt. Du kannst hier ja auch Ghule schlurfend sehen mit Fleischfetzen, die dann da runter tropfen. Also hier wirst du alles erkennen. Und es ist wahrlich keine Kunst, die dann einzeln nach und nach zu erschlagen, aber es sind einfach viele. Es sind unglaublich viele. Sie kümmern sich auch nicht darum, dass du ihnen irgendwelche Körperkeile abschlägst, also wenn es ein Bein ist, wenn es ein Arm ist, wenn du sie niederreißt. Sie geben ihre eigene Attacke beziehungsweise sie geben ihre eigene Parade auf, haben keinen eigenen Überlebenswillen. Es ist gruselig. Es ist wahrhaft gruselig. Und du kannst dann auch
hinter ihnen kein Ende sehen. Es sind einfach nur wankende Leichname. Sie sehen fast aus wie schwarzes, mannhohes Gras. Oh, eine endlose Schlacht! Und das noch in diesem Leben. Männer, eine endlose Schlacht, sie ist vor uns. Lasst uns sie genießen. Ja, du siehst auch, dass die anderen Soldaten neben dir auch wenig Probleme haben, zumindest nicht körperlich, aber das ist dann eher ein Ding, was dann seelisch greift. Dir selbst ist ja auch bekannt, weil du in der dritten Dämonenschlacht warst, da waren es dann natürlich noch mehr wankende Leiber, noch mehr Dämonen und noch mehr, ja, niederhöllische Wesenheiten, aber diese Männer haben wohl noch nicht in der dritten Dämonenschlacht gestanden und für die ist das Neuland. Sehen diese Männer denn sehr jung aus? Also halte ich die denn für Rekruten oder sind das erfahrene Soldaten? Von bis, also du siehst auch Veteranen, die viel zu alt sind, die wahrscheinlich schon in den Orkenkriegen gekämpft haben und die jetzt erneut wieder rekrutiert worden sind. Du kannst auch frische Soldaten sehen in der Blüte ihres Lebens von 16, 18, 20, meinetwegen auch 22 Jahren, aber eben auch sehr, sehr junge. Vor allem siehst du dann auch ein paar Kinder, die dann wohl hinter dir lang sprinten und dann irgendwann auch Verletzte rausziehen, viele Fälscher, gerade noch sehr viele alte Leute, 70, vielleicht 80 Jahre, die dann da schwer gerüstete Soldaten auf irgendwelchen Tragen ins Innere bringen müssen. Also es sieht wirklich wie ein allerletztes Aufgebot aus. Nicht wie eine gut organisierte Armee, sondern wie ein Aufgebot, das jetzt halten muss, weil es gibt kein zweites. Ja, tatsächlich. Die Reihen hinter dir sind auch sehr dünn besät. Also du siehst, wie gesagt, immer wieder, wie dann ja verschiedenste Leute neben dir greifen, hinter dir greifen. Und einige Mal bist du dann auch die einzige Person, die da steht. Dann wiederum sind dann drei Personen hinter dir. Es ist stetig wechselnd. Viele Rufe, die dann da auch fordern, dass dann Leute ausgetauscht werden. Es ist eine sehr dünne Linie. Sehr, sehr riskant. Und dir wurde ja auch schon gesagt, dass wenn irgendwas einbrechen sollte, und dann die Linie einfach bricht, dann ist die Schlacht quasi ja, verloren. Dann würde es auf eine Belagerung hinauslaufen. Wehrheim ist natürlich gut geschützt, aber man versucht das natürlich erstmal auf offener Feldschlacht. Halten die Gräben denn, was sie versprechen? Wenn ich die Gräben halten, also gerade wenn du an der unteren Seite bist, kannst du das auch sehen. Gerade wenn du dich mal so ein bisschen ablösen lässt, schickst dann zwei, drei andere Leute rein, die dann deine Lücke auffüllen, die du eben mit deinen wuchtigen Schlägen ausgefüllt hast, kannst du dich da so ein bisschen zurückziehen, trinkst mal ein bisschen was und siehst dann, wie dann auch einige Untote da reinwanken. Wie gesagt, kein eigener Überlebenstrieb, die fallen dort rein und werden dann direkt entschworen. Du siehst dann also, wie dann die Körper nachgeben, es klackt nur noch, die Knochen brechen und du siehst dann wohl auch wieder ein paar Zwerge lang wuseln in den Gängen und dann wohl auch unterirdisch irgendwelche Sachen da tun und machen. Ungefähr nach einer halben Stunde siehst du dann auch, wie vor dir mehrere Explosionen nach oben brechen, brannten. Weiter im Norden gibt es dann wohl noch ein paar Kampf- und Kriegsmagier, die dann die Ignisphäre-Bomben verteilen oder auch andere Bomben, die da geschmissen werden aus anderen Elementen. Was jetzt allerdings vor dir passiert, so ungefähr eine Meile vor dir, du kannst die Entfernung nicht wirklich abschätzen, weil es alles dunkel ist und alles wankt. Aber vor dir wird es plötzlich sehr hell und die Erde bricht nach oben. Viele der Leichname torkeln zur Seite. Und das ist genau das, was angekündigt worden ist. Ein kleiner Vulkan, der hier entsteht und brodelnde Lava, die jetzt dann auch die Knochen zu kochen beginnt und das in einen widerlichen Gestank taucht. Es stinkt sowieso dermaßen widerlich nach Verwesung, nach Leichnam. Und wenn jetzt noch verbrannte Menschenhaut dazu kommt, das ist einfach dieser Schlachtengeruch. Und viele von deinen Mitmenschen scheinen das nicht wirklich verkraften zu können. Du magst es vielleicht teilweise auch aus Al-Anfa kennen, aus der dritten Mondschlacht, aber hier brennt die Niederhölle auf deren. Ja, ich würde nochmal, wenn ich den Vulkan das erste Mal sehe, sowas rufen wie Albrax, du hast es getan, du verdammter Bastard! Lass sie brennen! Ingrim! Ingrim! Angrosch! Oh, sie brennen! Aber ich würde mich dann auch ab und zu mal ausruhen, also ich würde mich da jetzt nicht komplett verausgaben, aber mein Ziel ist halt, auszuhelfen, zu halten, wenn nötig. Na klar. Gut, wollte sich sonst noch irgendjemand lösen? Ömer kommt zurück, Isarun kommt zurück und dann könnt ihr, Abelmir wollte glaube ich schlafen, Yalan und Kiaras, Ömer können, wenn sie mögen, achso, nee, Ömer war auch gerade weg. Abelmir schläft, dann sind es eigentlich nur noch Yalan und Kiaras, die jetzt in den Praios-Tempel laufen, oder?